Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Vermögen maximieren, Steuern minimieren, der Leitfaden für die steueroptimierte Vermögensplanung. Das soll der Inhalt für die nächsten 45 Minuten sein. Und wir möchten uns auf aktuelle Ideen konzentrieren, aber vor allem auch zeigen, wie es nicht geht, weil insbesondere in der aktuellen Situation stellen wir fest, dass viele vermögende Haushalte, aber auch Mittelständler sehr unzufrieden sind mit den Entwicklungen in Deutschland. Das führt dann natürlich auch zu vermögensstrategischen Fragestellungen. Übertrage ich mein Vermögen auf eine Stiftung? Beziehe ich jetzt die Kinder bereits in die Vermögensstrukturierung mit ein? Und auch klassische Fragestellungen zum Jahresende. Soll ich nun steuerlich noch agieren oder nicht? Die spielen aktuell eine Rolle. Wir werden uns auf die wesentlichen Themen fokussieren, aber natürlich auch die Don'ts kurz beleuchten. Sie haben die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte die Möglichkeit, die die Software Ihnen bietet. Wir werden diese dann gesammelt am Ende beantworten, respektive, sofern es den Rahmen sprengt, werden wir diese im Nachgang gerne mit Ihnen behandeln. Die Konserve, die wird Ihnen selbstverständlich im Nachgang zur Verfügung gestellt, sodass Sie die Möglichkeit haben, in Ihrer eigenen Geschwindigkeit die Inhalte nochmal durchzugehen und zu reflektieren, inwieweit diese Überlegungen und Fragestellungen für Ihre persönliche Situation relevant sind. Wer sind wir? Kurz zur Firma. Ypos steht für Your Point of Strategy. Wir sind ein Finanzplanungs- und Vermögensstrukturierungsunternehmen, die von der Finanzplanung über die Vermögensstrukturberatung bis hin zur Umsetzung im Wege der Anlageberatung oder auch über die Vermögensverwaltung die komplette Klaviatur dessen spielen, was vermögende Anleger auch häufig mit unternehmerischem Hintergrund benötigen. Das Ganze sowohl im steuerlichen Privatvermögen, in Personengesellschaften, in Kapitalgesellschaften, aber auch in Familien und gemeinnützigen Stiftungen. Die Qualifikationen, die habe ich Ihnen noch kurz mitgebracht, die sollten selbstverständlich sein. Aber das Kernteam, das für die Kundenberatung zuständig ist, das sehen Sie hier abgebildet. Sie sehen es sowohl vom Geschlecht, vom Hintergrund, aber auch von der Berufserfahrung sehr gut diversifiziert. Und das ist ja auch ein gutes Thema bei der Kapitalanlage. Diversifizierung, ein wichtiger Aspekt. Sie sehen es hier nochmal aufgegleist, die verschiedenen Qualifikationen, die das Team mitbringt. Das sind auch noch nicht alle Abschlüsse, aber Sie werden auch gleich sehen, dass natürlich Qualifikationen und Know-how im Bereich der Vermögensstrukturierung sind etwas ganz anderes als zu glauben, ob der Aktienmarkt nächste Woche höher, niedriger steht oder ob der Goldpreis positiv oder negativ auf Inflationsüberraschungen reagieren könnte. Da Regulatorik eine große Rolle spielt im Rahmen der Umsetzung, im Rahmen der Vermögensverwaltung, der Finanzportfolioverwaltung, haben wir uns hier für einen Dienstleister entschieden, mit dem wir das gemeinsam abbilden und auch hier eine sehr gute Integration von der Finanzplanung durch uns in die Vermögensverwaltung mit der DFP, Deutsche Finanzportfolioverwaltung GmbH. Wie wir dabei vorgehen, auch das wichtig für die steuerlichen Aspekte. Man muss wissen, was man will. Das werden Sie gleich sehr konkret sehen. Man muss sehr viele Daten sammeln, natürlich für die Herleitung der Anlagestrategie, aber auch für steuerlich relevante Überlegungen. Die Finanzplanung, der Schritt 2, die Vermögensstrukturanalyse auf Basis der Vermögensbilanz. Dann definiert man die Anlagestrategie und definiert im Nachgang, wie soll denn die laufende Betreuung aussehen? Was sind Reporting-Anforderungen von Erwägung der Risikoperspektive über steuerliche Merkmale bis hin zu Nachhaltigkeitsaspekten kann hier alles abgedeckt werden. Die heutige Agenda, die sieht so aus, dass wir uns zunächst mal damit beschäftigen. Klar, der Staat braucht mehr Geld. Das Thema hatten wir schon, bevor wir die Querelen um den Bundeshaushalt, die verschiedenen Nachträge oder auch Sondervermögen hatten, die Sie alle aus der Presse kennen. Wer könnte stärker belastet werden? Da wissen Sie wahrscheinlich selbst, wer da gemeint sein könnte. Und deswegen haben Sie sich wahrscheinlich auch zu dieser Uhrzeit zu diesem Webinar angemeldet und sind nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Wir schauen uns da mal ein paar Basissteuerthemen an, die alle angehen aus dem Bereich Investmentfonds und Altersvorsorge. Dann das Thema Vermögensschutz für vermögende Familien und Unternehmer. Da blicken wir auf die gängigen Optionen und dann Kapitalanlage, Immobilien. Was sind hier Themen, die zu berücksichtigen sind und warum wir insbesondere auch im
Vermögensübertragungskontext, auch bei der Übertragung auf die nachfolgende Generation, hier vielleicht andere Denkimpulse notwendig sind, als wir das in den letzten 12 bis 15 Jahren gesehen haben. Steuern haben unterschiedliche Funktionen, das wissen Sie. Zum einen soll natürlich Einnahmen generiert werden, das Allgemeinwohl muss gefördert und finanziert werden. Klar, der Staat hat entsprechende Aufgaben, innere Sicherheit, äußere Verteidigung, digitale und analoge Infrastrukturen, das sind die klassischen Punkte. Man will aber auch mit steuerlichen Erwägungen Verhaltensweisen fördern, respektive negatives Verhalten verringern, also auch Nachfrage künstlich lenken. Auch das ist ein Thema, was ja im Rahmen der Diskussion rund um den Klimawandel und entsprechende klimapolitische Maßnahmen eine hohe Relevanz erfährt. Aber auch die Verteilung von Einkommen und Vermögen, die sollen natürlich durch Steuern beeinflusst werden. Und da sind wir nicht nur bei den Einkommensteuern, sondern vielleicht auch mal bei der Vermögenssteuer, respektive natürlich bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Im ersten Teil, das sehen Sie schon, wer wird stärker belastet, das können wir kurz halten, weil ein Dauerbrenner natürlich Vermögensteuer wieder einführen. Hier ein Screenshot von der Webseite der SPD. Superreiche müssen einen größeren Beitrag für Investitionen in Infrastruktur, Wohnen und für den Klimaschutz leisten. Man könnte auch allgemeiner formulieren, für den Sozialstaat als solches. Aber das soll gar nicht das Thema sein an dieser Stelle. Wichtig ist nur, Parteien, egal welcher Couleur, haben natürlich diese Einnahmenseite sehr stark im Blick, weil Sie wissen, die Politik, tendenziell gibt man eher Geld aus, als dass man spart, und dementsprechend müssen die Defizite finanziert werden. Welche allgemeinen Möglichkeiten es hier gibt, die sehen Sie hier. Klar, man kann die Steuersätze erhöhen. Denken Sie an die Einkommens- und Körperschaftssteuersätze oder auch Mehrwertsteuersätze. Sie können neue Steuern einführen, Umweltsteuern, Luxussteuern oder auch die Finanztransaktionssteuer, die wir ja in anderen Ländern auch schon haben. Sie können die Steuerbasis verbreitern, und das ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema, weil man hier insbesondere auch Ausnahmeregelungen zurücknehmen kann. Das ist politisch theoretisch einfacher zu verkaufen. Auch ein beliebtes Thema, Steueroptimierung seitens Staates. Klar, man kann hier auch effizienter werden. Denken Sie an digitale Betriebsprüfungen und andere Sachverhalte. Und natürlich, klar, staatliche Verschuldung ist ein Thema. Leider hat der deutsche Staat die Null- und Negativzinsphase nicht so genutzt, wie man es hätte erwarten können. Deutschland konnte sich ja mal für 30 Jahre zu 1% nominal finanzieren. Das hat man leider nicht getan. Die Politik hat diese Möglichkeit verstreichen lassen, und das natürlich nachteilig. Was wir sehen vom Allgemeinen zum Speziellen, wir können uns natürlich die Frage stellen, wie werden Politiker mehr Belastung umsetzen? Klar, natürlich möglichst wählerunschädlich, also wo verliert man möglichst wenige Stimmen? Denken Sie beispielsweise dran, es gibt mehr Mieter als Vermieter. Natürlich haben wir auch mehr vermögende Personen, die einfacher zu belasten sind als die breite Masse. Das ist das eine, wahlpolitisch. Das andere, wo haben wir steuertechnische Ausnahmen, zum Beispiel die Spekulationsfrist bei vermieteten Immobilien. Sie wissen, hier gibt es die Frist von 10 Jahren, die dazu führt, dass Sie auf der einen Seite abschreiben können bei Kapitalanlageobjekten, können aber dennoch nach 10 Jahren steuerfrei veräußern, ohne die Abschreibung wieder aufholen zu müssen. Das könnte man ja relativ gut, da es ein Ausnahmetatbestand ist, auch natürlich wieder verändern. Wir haben eine deutliche Begünstigung unternehmerischen Vermögens. Da hat man 2016 schon mal eingegriffen. Auch das Thema wird natürlich diskutiert, bis hin zu Pauschalen, die dann über 10, 20 oder vielleicht auch 30 Jahre zu zahlen sind. Wir haben das Thema Abschaffung, Abgeltungssteuer auf Zinserträge, was oft diskutiert wird. Das würde auch systemseitig gut zu begründen sein, weil bei Zinsen haben Sie den Sachverhalt, dass Unternehmen die Zinsen, die sie zahlen, wenn sie Anleihen begeben oder Kredite aufnehmen, dieser Betriebsaufwand mindert die Bemessungsgrundlage des Unternehmens. Gleichzeitig muss der Zinsempfänger diese nur mit der Abgeltungssteuer versteuern. Da könnte man natürlich argumentieren, dass hier eine Differenz ist. Von daher, auch hier muss man ganz genau hinschauen, es wird nicht die Abgeltungssteuerabschaffung diskutiert, sondern es wird die Abschaffung der Abgeltungssteuer auf Zinserträge diskutiert. Das ist ein erheblicher Unterschied. Was man natürlich noch tun kann, klar, Sie können den Einkommensteuersatz erhöhen, Sie können den Einkommensteuersatztarif verändern. Das ist sehr simpel.
letztendlich viel komplexer natürlich die Ausweitung der Bemessungsgrundlagen bei Immobilien oder bei Firmen, weil es hier darum geht, was sind eigentlich die angemessenen Werte, und den Wert einer Immobilie, den können Sie nicht einfach von einem Depotauszug abschreiben, den Wert einer Firma, den können Sie auch nicht einfach irgendwo abschreiben. Von daher, das muss man sich natürlich dann genau anschauen. Also hier wird man auch schauen, wie sind da die verfassungsrechtlichen Einstufungen und insgesamt, wie einfach kann man sich der Steuer entziehen. Es ist natürlich logisch, dass jemand, der ein Unternehmen in Deutschland hat, der ins Ausland verziehen will, der ist mit einer Wegzugsbesteuerung konfrontiert. Wir sehen auch natürlich Immobilienbesitzer, die aufgrund der Natur einer Immobilie natürlich relativ schwache Möglichkeiten haben, hier etwas zu verändern, sofern sie keinen Verkauf vornehmen wollen. Also Sie sehen schon, das Instrumentenset ist relativ breit, was dem Staat zur Verfügung steht. Und von daher schauen wir uns nun mal die Möglichkeiten an, die dem Steuerpflichtigen zur Verfügung stehen. Was erstmal gewollt ist natürlich, das sehen Sie hier, die Förderung der Altersvorsorge. Auch das nur, wie gesagt, kurz am Rande. Wir haben natürlich die Basisrente, die sogenannte Rürup-Rente, die zur Verfügung steht. Wir haben die Riester-Förderung, oft in der Diskussion, aber natürlich noch vorhanden. Wir haben die betriebliche Altersversorgung. Und diese drei Wesensmerkmale der Altersvorsorge haben alle gemeinsam, dass sie einen steuerlichen Förderungseffekt haben in der Sparphase. Das heißt, ihr Nettoaufwand, den Sie zahlen müssen, reduziert sich um die steuerliche Förderung. Im Gegenzug haben Sie quantitative und qualitative Einschränkungen und on top haben Sie eine sogenannte nachgelagerte Besteuerung in der Rentenphase. Deswegen in einer sauberen Planung gilt es, die steuerliche Entlastung in der Sparphase der steuerlichen Belastung in der Rentenbezugsphase gegenüberzustellen und das Ganze auch noch qualitativ und quantitativ einzuwerten. Wie das geht, sehen Sie gleich. Dann ein Thema, was wir seit 2018 haben, Stichwort Investmentsteuerreformgesetz. Hier werden Investmentfonds mittlerweile anders besteuert. Sie sind nicht mehr steuerlich transparent. Wir haben eine gewisse Steuer auf Ebene des Fonds. Im Gegenzug haben wir Teilfreistellung auf Ebene des Anlegers. Und je nachdem, um was für einen Fonds es sich handelt, einen Rentenfonds, einen Mischfonds oder einen Aktienfonds und welche Art von Anleger diesen Fonds behält, natürliche Person, betrieblicher Anleger oder Kapitalgesellschaft, sehen wir unterschiedliche steuerliche Würdigungen. Besonders die Kapitalanlage mit Investmentfonds im Betriebsvermögen von Kapitalgesellschaften, GmbHs und Aktiengesellschaften ist nochmal deutlich attraktiver geworden, sowohl steuerlich als auch bei der verwaltungstechnischen Aufwandsgestaltung. Das nur kurz, dass Sie das bitte mitnehmen, weil wir sehen das aktuell oft. Es wird viel Werbung gemacht, Steuern sparen, aber wir haben es hier eben nochmal dargestellt, nur in Kürze. Es gilt nicht nur zu fragen, welche Steuern kann ich heute sparen, sondern auch, welche Steuern muss ich später zahlen. Die Experten werden dann einen sogenannten Barwert rechnen. Was muss ich netto einzahlen als Barwert in Relation zu dem, was ich an Rente herausbekomme? Dann kann ich eine relative Attraktivität vergleichen. Und im nächsten Schritt muss ich mir natürlich auch klar machen, da ja viele dieser steuerlichen Förderungen auf die lebenslange Rente abzielen, was passiert eigentlich, wenn jemand relativ früh verstirbt? Gleiche Berechnung, wir haben die Person mit 75 versterben lassen, dann endet natürlich der Zahlungsstrom. Das übrige Kapital geht je nach Gestaltung an die Versicherungsgemeinschaft, an die Versichertengemeinschaft. Und das ist natürlich aus der individuellen Perspektive ein deutlicher Einfluss auf die Rendite. Von daher im Rahmen der geförderten, steuerlich begünstigten Altersvorsorge, auch bei Geschäftsführern, Pensionszusage, Unterstützungskasse, die Punkte gilt es hier zu analysieren in der Vor- und Nachsteuerbetrachtung, qualitativ wie quantitativ, wie man das machen kann, hier mal ausgeschnitten aus einer Finanzplanungssoftware. Viel spannender natürlich als diese Basisthemen, die dann für Unternehmer und Vermögende oder Hochvermögende relevanter sind, natürlich die gängigen Möglichkeiten der Asset Protection. Welche Möglichkeiten werden da aktuell diskutiert? Welche Optionen gibt es? Auch das habe ich Ihnen hier entsprechend nochmal mitgebracht. Wir sehen hier die Anpassungsreaktion erstmal allgemein klassifiziert. Man kann natürlich überlegen, wenn ich jetzt eine Vermögensteuer vielleicht zahlen muss, wenn ich vielleicht auf Basis des Firmenübergangs über 10 Jahre oder vielleicht 20 oder gar 30 Jahre gestreckt Zahlungen leisten muss, dann kann ich das vielleicht sogar kompensieren,
indem ich meine Anlagestrategie professionalisiere. Auch das häufig möglich, weil auch bei vielen Vermögenden sehen wir, dass die Anlagestrategie meistens im Anspruch nicht zu dem passt, was die Vermögenshöhe eigentlich hergeben würde. Man kann in begünstigte Altersvorsorgevermögen umschichten. Die Überlegungen haben Sie gerade gesehen, aber auch auf Firmenebene gilt, dass Sie durch die Zweckverwendung von Kapital zu Rentenverpflichtungen auf Firmenebene Begünstigungen erhalten können. Man kann natürlich im Betriebsvermögen umschichten, sofern es denn auch begünstigungsfähig ist. Auch das ein Thema, was ja zum Beispiel vor der Übertragung auf eine Familienstiftung ein wichtiges Thema sein kann. Schaffe ich es, begünstigungsfähiges Vermögen zu kreieren, um beim Übergang in die Stiftung die Steuerlast zu reduzieren? Auf der Vermögensverteilungsebene, man kann über Freibetragsmanagement nachdenken. Hier natürlich nicht nur die klassischen 500.000 Euro zwischen Eheleuten oder die sogenannte Güterstandschaukel zwischen Eheleuten, sondern auch natürlich die Freibeträge zwischen an Kindern 400.000 Euro oder an Enkel 200.000 Euro, diese zu nutzen. Aber auch hier gilt, nicht immer nur auf die exakte Summe schauen, sondern auch zu schauen, wo sind denn Sprungeffekte bei der Erbschaft und Schenkungssteuer. Und gerade bei größeren Vermögen kann es eben sinnvoll sein, durchaus Steuer auszulösen, weil sie in der Gesamtbetrachtung beispielsweise über 20 oder 30 Jahre günstiger fahren, als wenn sie eben immer nur im Rahmen der Freibeträge bleiben. Was können wir auf Ebene des Unternehmens tun? Klar, wir können uns ja überlegen, wie werden wir uns unternehmerisch positionieren. Wir können Fremdkapital nutzen, um Eigenkapitalfinanzierung zu ersetzen. Thema Kapitalkosten gilt es im Blick zu halten. Wir können im Ausland investieren. Wir haben auf der Bewertungsebene natürlich noch einen gewissen Gestaltungsspielraum. Dann natürlich auch Unternehmen für Erbschafts- und Schenkungssteuerliche Zwecke mit einem Ertragswertverfahren, respektive auch typischerweise auch mit Gutachten bewertet werden. Und natürlich ein großes Thema aktuell im deutschen Mittelstand, Wegzug entweder der Person oder Wegzug des Vermögens im Sinne einer ausländischen Familienstiftung. Wir haben das Thema Vermögensverlagerung. Denken Sie immer dran, Welteinkommensweltvermögensprinzip und auch der Wegzug ins Ausland und auch das Thema Stiftung im Ausland. Die Nachteile, die lesen Sie leider seltener in den Medien, sondern Sie lesen oft oberflächlich die Vorteile. Auch Bücher oder Publikationen von Personen, die natürlich ein Geschäftsinteresse an der Errichtung von Stiftungen haben, die sollte man natürlich nochmal einer fachkundigen dritten Meinung eines nicht involvierten Beraters unterziehen, weil sie brauchen ja immer eine Perspektive aus beiden Seiten. Insgesamt, wenn wir das Thema steuerliche Aspekte berücksichtigen, fragen Sie sich immer, wer steht eigentlich in der Priorität vorne? Bin ich es, die im Vordergrund steht? Also geht es darum, meine eigene Vermögensmehrung zu optimieren? Oder geht es darum, dass ich Dritte eigentlich vermögenstechnisch fördern möchte? Denken Sie an Kinder, denken Sie vielleicht auch an den Ehepartner, das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Und dann muss man sich überlegen, naja, welche Motive habe ich denn? Möchte ich die junge Generation an Vermögen heranführen? Will ich die Angehörigen versorgen? Geht es eigentlich um meinen eigenen Vermögensverzehr? Denken Sie beispielsweise daran, dass Sie über intelligente Konstruktionen, Anlagestrategien im Rahmen einer Versicherungsstruktur komplett einkommensteuerfrei stellen können. Stichwort einkommensteuerfreie Todesfallleistung. Auf der anderen Seite bei der Vermögensübertragung zum Beispiel an Kinder geht es ja häufig darum, Wertzuwächse und es gibt jetzt auch wieder Zinsen, bereits bei der nächsten Generation entstehen zu lassen, aber als Seniorengeneration noch den Daumen darauf zu halten und dann ist es natürlich wichtig, entsprechend Maßnahmen vorhalten zu können und hier werden oft die Instrumente des Gesellschaftsrechts genutzt, um in der vorweggenommenen Erbfolge strukturieren zu können. Und viele dieser Maßnahmen aus der vorweggenommenen Erbfolge sind auch Maßnahmen, die man nutzen würde, wenn wir eine Vermögenssteuer in Deutschland bekommen würden, weil die Vermögenssteuer wird wahrscheinlich auch pro Kopf ansetzen. Und dann ganz simpel gesagt, wenn Sie einen Freibetrag von 2 Millionen Euro bei der Vermögenssteuer haben, pro Person und die Familie hat ein Vermögen von 8 Millionen Euro, aber diese 8 Millionen sind aktuell bei einer Person gebündelt rechtlich, dann könnten Sie durch die Übertragung auf die drei anderen Personen den Freibetrag vervierfachen und 4 mal 2 Millionen sind dann eben 8 Millionen Euro. Oder denken Sie an das Thema Freibeträge bei Kindern. Der Grundfreibetrag in Deutschland steht allen zur Verfügung, auch Minderjährigen. Es wäre ja toll, wenn Erträge bereits bei den Kindern entstehen würden, weil wenn Sie dann jedes Jahr für Ihre Kinder
10.000 Euro wegpacken wollen für die spätere Ausbildung und Sie müssen es erst versteuern, dann müssen Sie 20.000 Euro Vorsteuereinkommen erzielen, damit 10.000 beim Kind landen. Bekommt das Kind direkt die Erträge, sind die ersten 10.000 Euro steuerfrei. Man muss nur darauf achten, ist das Kind selbst ab einem gewissen Einkommen, wird das Kind ab 350 Euro pro Monat selbst versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also das muss man gegenrechnen oder wenn das Kind privat versichert ist, erledigt es sich. Dann haben wir natürlich ein Anforderungsprofil. Wir haben Liquiditätsbedarf, Verfügbarkeit, Flexibilität. Das sind natürlich wichtige Themen, die es zu definieren gilt. Gebe ich etwas in eine steuerliche Struktur, habe ich gegebenenfalls Einschränkungen. Wir haben es bei der Altersvorsorge gesehen, aber das gilt auch bei der Zuordnung von Vermögen im Rahmen der unternehmerischen Struktur. Auch da können Sie Haltefristen oder ähnliches haben. Wir haben quantitative, wir haben qualitative Merkmale. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man sich überlegen, welche der Lösungen machen denn für mich Sinn? Übertrage ich ein Wertpapierdepot im Wege einer Schenkung? Lege ich eine Versicherung um meine Anlagestrategie, um Effekte zu erzielen? Ist für mich eine Familienstiftung das Mittel der Wahl, um eine Struktur zu haben, die sich selbst gehört, die keine Gesellschafter hat, die niemals stirbt? Ist eine Familiengesellschaft relevant? Wenn ja, in welcher Ausprägung? Oder brauche ich vielleicht sogar eine GmbH für meine Private Equity Beteiligung und eine KG Vermögensverwalten, also gewerblich entprägt, um meine Wertpapiere dort zu halten? Wie sieht es eigentlich mit Immobilien aus? Auch das sehen wir gleich noch. Also das hier mal schematisch die Vorgehensweise, hier mal ausgewählte Varianten im Überblick. Das eine Nießbrauch am Wertpapierdepot. Sie kennen das alle. Bei Wertpapieren gilt das gleiche wie bei Immobilien. Bei Immobilien kennt das jeder. Sie verschenken eine Immobilie. Sie behalten sich die Mieten vor. Deswegen heißt es auch sogenannter Vorbehaltsnießbrauch. Da Sie eben nur den Acker übertragen, ohne die Ernten, wird der steuerliche Wert um die Ernten reduziert. Das ist immer umso besser, je jünger der Schenker. Aber bei Wertpapieren, man muss darauf achten, da hängt einiges administrativ hinten dran, was Sie laufend beachten müssen. Deswegen in vielen Fällen ist es eher besser, das Wertpapierdepot im Rahmen einer vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft zu halten und dann einen Nießbrauch am Gesellschaftsanteil auszugestalten oder auch ein disquotales Verhältnis bei den Partizipationen an den Erträgen. Also Nießbrauch am Wertpapierdepot ein großes Thema. Es gibt aber viele Feinheiten und man kann sehr viel falsch machen, nicht nur bei der Einrichtung, sondern auch im laufenden Doing. Dann Versicherungslösung. Eben schon mal kurz angesprochen, einkommensteuerfreie Todesverleistung. Motiv heißt, ich möchte meinen Vermögensaufbau steuerlich begünstigen. Eine andere Variante, die sogenannte gesplittete VN-Eigenschaft, Geld aus einem Versicherungsvertrag. Der Versicherungsvertrag wird zu einem gewissen Prozentsatz geschenkt, typischerweise im Rahmen der Freibeträge. Der Schenker behält sich aber 1% an der Versicherung zurück. Mit diesem 1% hat er gewisse Kontrollrechte und gerade für liquides Vermögen eine sehr schöne Strukturierungsvariante, weil Sie eben keinen Notar einbeziehen müssen, weil Sie Vorteile beim Werbungskostenabzug haben im Vergleich zum klassischen Privatvermögen. Also auch hier gilt sehr viele Varianten, aber auch hier stellen wir fest, naja, will ich mich steuerlich optimieren oder meine Nachfolgen? In beiden Fällen kann eine Versicherung ein relevantes Instrument sein, aber die Ausgestaltung ist ja unterschiedlich, je nachdem, welches Motiv Sie verfolgen. Sie können eine laufende Rente schenken. Hier haben wir die Möglichkeit, dass hier vielleicht eine Begünstigung der Rente erfolgt im Vergleich zur Kapitalschenkung. Wir haben gesellschaftsrechtliche Lösungen, Stichwort Familiengesellschaft. Das sehen wir auch gleich noch im Detail. Hier Familiengesellschaft, worum geht's? Nochmal ganz klar, die Idee ist immer, ich splitte mein Vermögen in der Familie, Stichwort Vermögensteuer, wenn sie denn kommt, oder im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge, ich will die Juniorengeneration bereits in die Vermögensverwaltung heranführen. Sie soll vielleicht auch Verantwortung übernehmen, bei Bank- und Vermögensverwaltergesprächen teilnehmen. Ich möchte das Vermögen schützen. Ich möchte sicherstellen, dass das Geld in der Familie bleibt. Sie wissen den alten Spruch, das Gut rinnt wie das Blut und der Ehepartner, angeheiratet, der gehört vielleicht gar nicht zur Familie und das hört man öfter, als man das denkt. Schenkungs- und Einkommensteuersparen ist natürlich ein Thema. Familiensplitting, Stichwort Einkommensteuer, Fokus eben schon kurz erwähnt. Und da gibt es unheimlich viele Wechselwirkungen. Wie müssen Gesellschaftsverträge ausgestaltet sein, Personengesellschaft
oder Kapitalgesellschaft. Und das hängt sehr stark davon ab, in welcher Form die Vermögenswerte heute da sind und welche Vermögenswerte auch auf Dauer gehalten werden sollen. Sind es Wertpapiere? Sind es eher Aktien oder eher Fonds? Sind es Immobilien? Eher mit einem Projektentwicklungscharakter oder eher Cash-Cows? Will ich den laufenden Cashflow optimieren? Will ich eher den Veräußerungserlös steuerfrei halten nach jetzigem Recht? Also sehr, sehr viele Abwägungen. Deswegen meines Erachtens auch so die Königsdisziplin der steuerlichen und rechtlichen Vermögensstrukturierung. Und da gilt es auch, mit Experten zusammenzuarbeiten aus dem finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Bereich. Ich habe Ihnen hier mal eine simple Übersicht mitgebracht zum Thema Besteuerung. Sie sehen das hier nach verschiedenen Ertragsarten, also vom Kursgewinn aus Aktien über die Zinsen bis hin zu den Fonds oder auch Private Equity und kleinem Privatvermögen, Abgeltungssteuerregime für die Aktienfonds, die Teilfreistellung von 30%, für die Mischfonds liegt die Teilfreistellung bei 15%. Deswegen natürlich ein geringerer Steuersatz, weil sich die Bemessungsgrundlage, auf die die Abgeltungssteuer wirkt, um 15% reduziert. Auf Ebene der Kapitalgesellschaft, auch da gilt es aufzupassen. Sie lesen oft Werbung, jetzt nur 1,5% Steuern auf Aktiengewinne. Das ist natürlich für sich erstmal richtig. Und wenn Sie natürlich nur 5% versteuern mit 30% Steuersatz, auf Firmenebene sind das 1,5%, aber Sie müssen ja noch ausschütten irgendwann auf die private Ebene. Und spätestens wenn Sie versterben, geht ja das Vermögen an die nächste Generation über. Und typischerweise sind natürlich sogenannte Verwaltungsvermögen und vermögenshaltende Gesellschaften nicht erbschaftsschenkungssteuerlich begünstigt. Das heißt, die Definitivbelastung ist natürlich eine andere als das, was Sie in der Werbung sehen. Deswegen muss man sehr genau rechnen, ist der Steuerstundungseffekt einer Verpackung, sei es eine Versicherung, sei es eine GmbH, sei es vielleicht auch eine Familienstiftung, ist der hoch genug, um die Kosten und den Aufwand der für die Gründung, für die Führung, für den Compliance und Zeitaufwand, das auch zu reflektieren. Da wird aktuell, muss man sagen, oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das klingt natürlich gut, aber man muss sich natürlich schon fragen, ob es sinnvoll ist, Strukturen und Aufwand, den wir eigentlich eher bei Vermögensgrößen jenseits der 50 Millionen oder dreistelliger Millionenbeträge kennen, ob es Sinn macht, den auf Vermögenswerte anzuwenden, die vielleicht bei 3, 4, 5 oder 8 Millionen Euro liegen. Die brauchen das in vielen Fällen gar nicht und können trotzdem ihre steuerliche Belastung gut optimieren. Die Versicherung auch nochmal dargestellt, aber ich will ja gar nicht so viel Zeit verlieren. Sie können das mal für sich reflektieren. Ist natürlich nur eine methodische Übersicht. Aber wie gesagt, denken Sie immer dran, steuerliche Belastung auch zu addieren. Die Werbung fokussiert oft nur eine Ebene. Also Fazit, was haben wir noch? Steuerliche Überlegungen sind wichtig. Die gehören in die Finanzplanung eingebettet. Das bedeutet also, wenn Sie sich überlegen, möchte ich meine Immobilie, eine Immobilie verschenken an die Kinder gegen Nießbrauch. Brauche ich die Erträge noch als Eltern? Kann ich es mir leisten zu schenken? Wenn ja, wie viel? Oft wird geschenkt, ohne die Ruhestandsplanung der Senioren sauber abzusichern. Das ist natürlich ein negativer Fall. Dann habe ich zu viel übertragen, bringe mich vielleicht in Abhängigkeiten. Es gibt aber auch andere Fälle, da ist das Vermögen so groß und die Erträge so hoch, dass der Nießbrauch, der bei den Senioren verbleibt, einfach weiter angesammelt wird. Er wird gut angelegt und geht halt einige Jahre später im Rahmen der Erbfolge über. Dann hat das Nießbrauch steuerlich am Ende nicht wirklich viel gebracht. Auch das muss man, wie gesagt, reflektieren. Das lassen die meisten Berater, auch Steuerberater, gerne mal unter den Tisch fallen, was eigentlich mit dem Nießbrauch passiert, wenn das Vermögen nicht gebraucht wird. Dann natürlich Kosten. Denken Sie immer dran, Sie haben widerstrebende Interessen zwischen vielleicht auch steuerlichen und rechtlichen Beratern und Ihnen. Sie haben bei Banken und Finanz- und Vermögensverwaltern widerstrebende Interessen. Deswegen im Idealfall haben Sie natürlich Ansprechpartner, bei denen Sie wissen, dass sie neutral sind. Beispielsweise, weil es eben im Rahmen der Finanzanlage keine Provisionen gibt, sondern Honorare. Weil Sie eben bei Ihrem steuerlichen Berater wissen, der verdient nichts an der Errichtung der Familienstiftung, weil der rechtliche Beistand, der Sie berät, keinen Honorarunterschied dabei sieht, ob er Ihnen eine Dauertestamentsvollstreckung oder eine Familienstiftung empfiehlt. Also von daher, das zusammenzubringen, wichtiges Thema, aber grundsätzlich als Leitsatz, keine Vermögensübertragung ohne Abbildung der Konsequenzen auf der Liquiditäts- und Vermögensebene. Also erst planen, Auswirkungen prüfen auf Ebene der Vermögens- und Liquidität, Kennzahlenanalyse,
dann die Maßnahmen erst vornehmen. Jede Vermögensübertragung, die nicht vorher simuliert wird, ist aus meiner Sicht sehr vertrieblich orientiert und da ist es unerheblich, ob Steuerberater, Rechtsanwalt oder Finanzdienstleister dies initiieren. Grundsätzlich, die Welt ist natürlich nie auf den Punkt zu berechnen. Szenarien und Bandbreiten, die sind natürlich wichtig darzustellen. Es gibt einfach ein Gefühl dafür, wo die Einflussfaktoren sind, welche Stellschrauben auch zu berücksichtigen sind. Ja, das die Thematik an dieser Stelle, die wir uns eben betrachten müssen, also Abbildung in der Finanzplanung, weil steuerliche Ideen gibt es oft viele, aber viele sind nur auf den ersten Blick positiv. Andere Überlegungen, die sind so banal, dass man erstmal gar nicht drauf kommt, weil man es anders kennt und das sehen wir hier gleich. Also Kapitalanlageimmobilien, hier glaube ich ganz wichtig, da hatten wir in den letzten 12 bis 15 Jahren ungefähr die beste Phase bei deutschen Wohnimmobilien aller Zeiten. Steigende Nachfrage, Nullzinsniveau. Sie wissen alle, ist der Zins zu niedrig, kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Das waren natürlich keine normalen Zeiten. Und auch bei Immobilien sehen wir natürlich im Rahmen der Vermögensübertragung häufig den Aspekt, ich übertrage heute an die Generation nach mir, weil ja der erwartete Vermögenszuwachs soll bereits bei der nächsten Generation stattfinden. Die Frage natürlich, stimmt das in der Zukunft noch bei vermieteten Immobilien? Weil wir sehen bei vermieteten Immobilien, durch den Zinsanstieg ein deutliches Zurückkommen der Vervielfältiger, der Multiplikatoren. Wir sehen wahrscheinlich höheren Investitionsaufwand aufgrund klimapolitischer Erwägungen. Wahrscheinlich werden nicht alle Investitionen sich eins zu eins in höherer Miete manifestieren, weil klar, wenn Sie ein neues Bad zur Verfügung stellen, eine neue Küche, das ist ein direkter Mehrwert, da können Sie meistens auch die Miete erhöhen. Wenn Sie jetzt die Fenster leicht verbessern oder an der Dämmung was ändern, ist die Frage, ob Sie diese Investitionen auch in Mieterhöhungen umsetzen können, die betriebswirtschaftlich äquivalent sind. Und da sehen wir bei vielen Fällen, das wird es nicht sein. Und wenn man dann überlegt, ich möchte eine Immobilie schenken, muss man vorher mal betriebswirtschaftlich rechnen, ob es sich lohnt. Also auch deswegen ganz wichtig. Insgesamt Lesetipp an dieser Stelle von McKinsey, The Global Balance Sheet 2022. Da wird mal sehr gut hergeleitet, dass die Vermögenspreise sich in den letzten 20 Jahren sehr stark von den realwirtschaftlichen Daten entkoppelt haben. Und das ist ein wichtiges Thema, weil wir natürlich auch aktuell bei ETFs einen großen Hype sehen, weil es war natürlich im Rahmen der letzten 10 Jahre unschlagbar. Und wir haben 2011 die ersten reinen ETF-Strategien aufgelegt und bereits 2013 eine Struktur, die sich am Anlageverhalten des norwegischen Staatsfonds orientiert. Aber wie gesagt, man muss hier mitdenken, weil die Rahmenbedingungen für die nächsten 10 Jahre sind wahrscheinlich anders als in den letzten 10 Jahren. Und das gilt wahrscheinlich auch für die vermietete Immobilie als Kapitalanlage und natürlich auch für das Wesen einer Übertragung an meine Kinder. Deswegen Preise unter Druck, das wissen Sie selbst, Angebot massiv nach oben, wenig Transaktionen, die Immobilienindizes, sei es der KRIX aus Kiel, sei es der Verband der Pfandbriefbanken, wenn Sie sich das anschauen, das gibt aus unserer Sicht noch gar nicht das Niveau des Rückgangs wieder, weil der Markt einfach eingefroren ist. Aber wenn sich die Zinskosten und damit auch die Opportunitätskosten deutlich verändern, dann müssen die Vervielfältiger sich entsprechend anpassen. Wir haben es jetzt gesehen bei einem Immobilienfonds in Deutschland, die Abwertung durch die Gutachter jetzt -11%, obwohl die Vermietung immer noch sich gut darstellt, obwohl man Mieten mit der Inflation anpassen konnte zum gewissen Teil. Aber der Effekt über die höheren Zinsen auf die Multiplikatoren ist einfach viel, viel größer als die anderen Erwägungen. Deswegen wirkt der Fremdkapitalhebel noch positiv? Das ist eine wichtige Frage, weil Sie wissen ja, der Einsatz von Krediten lohnt sich nur, wenn er meine Gesamtkapitalrentabilität so darstellt, dass die Gesamtkapitalrentabilität höher ist als meine Fremdkapitalkosten. Und das wird bei vielen Immobilien in den nächsten Jahren nicht der Fall sein, aufgrund der eben skizzierten Aspekte. Deswegen, aufgrund der gestiegenen Fremdkapitalkosten, aufgrund der energetischen Investitionen, neue Liquiditätsplanung und Rentabilitätsrechnung erforderlich, auch weil wir wahrscheinlich zusätzlich noch veränderte Abschreibungs- und andere Modalitäten haben könnten. Übertragung im Familienkontext spielt da natürlich auch eine Rolle. Deswegen auch hier überhaupt mal als Idee mitgebracht. Erstmal betriebswirtschaftlich kalkulieren, wo steht die Immobilie, wo steht mein Immobilienportfolio. Was möchte ich durch die Veränderung erreichen? Und das kennen Sie natürlich alle, die Schenkung.
Ich schenke an den Juniorengenerationen, behalte mir den Nießbrauch vor, eben schon kurz skizziert. Ich nutze die steuerlichen Freibeträge, das kennen Sie, die Wertschöpfung in der nächsten Generation und natürlich zu Lebzeiten übertragen ist immer einfacher als zum Todesfall. Warum? Man hat natürlich eine bessere Einflussmöglichkeit, man kriegt vielleicht auch noch die positiven Emotionen der jungen Generation zurück. Alternativ natürlich mal der Verkauf innerhalb der Familie, sei es der Ehepartner, sei es die Kinder. Sie haben einen neuen Abschreibungsprozess, die eigene Vermögensstruktur wird deutlich liquider, man sorgt für mehr Liquidität. Auch das Thema Fairness ist ein wichtiger Punkt, weil wir sehen das oft bei unseren betreuten Familien. Es gibt mehrere Immobilien, es gibt mehrere Kinder. Dann heißt ja, also du bekommst die Immobilie in Hamburg, du bekommst die Immobilie in München. Ja, was ist jetzt mehr wert? Was ist der faire Preisansatz? Und wenn man dann hier dazu übergeht zu sagen, naja, wir bündeln die Kinder nicht in der Immobiliengesellschaft und jedes Kind kriegt ein Stück am Kuchen und ist damit vielleicht auf eine gewisse Zeit mit den Geschwistern in einer Anlage-Anlegergemeinschaft gefesselt, dann kann ein Verkauf an die Kinder durchaus sinnvoll sein. Neben den betriebswirtschaftlichen Erwägungen wie höheres Abschreibungspotenzial, vielleicht neue Fremdfinanzierung, anderer Steuersatz, kommen hier natürlich auch gewisse Überlegungen mit, man zieht die Kinder ran an den Vermögensstock und hat auch Verantwortung entsprechend an dieser Stelle. Also nicht immer gleich an Schenken denken, auch ein Verkauf kann im Familienkontext sehr sinnvoll sein. Ohne Zahlentapete geht es nicht. Das gilt unabhängig davon, ob Sie Ihre eigene Steuer optimieren, ob Sie etwas schenken wollen. An erster Linie steht immer die betriebswirtschaftliche Kalkulation. Was kommt an Miete rein? Habe ich Zinsen? Habe ich Tilgung? Dann komme ich auf ein liquides Ergebnis. Wie sieht meine AFA aus? Daraus ergibt sich mein steuerliches Ergebnis. Sie haben einen gewissen Steuersatz. Das führt entweder zu einer Steuerzahlung oder zu einer Steuerersparnis oder Verschiebung zumindest. Sie haben eine Liquidität nach Steuern und das glauben wir, das Bild nach vorne, genauso wie es vor 2011, 12 der Fall war. In vielen Fällen war das Liquiditätsergebnis einer vermieteten Kapitalanlageimmobilie negativ. Das heißt, die Kapitalanlageimmobilie war ein Sparplan und Sie mussten die Liquidität zur Bedienung dieser Sparrate aus sonstigen Einkommen und Vermögenswerten generieren. Das hat sich geändert. In der Nullzinsphase waren manche Immobilienprojekte direkt Cashflow positiv, daraus auch der große Hype. Aber das ändert sich jetzt natürlich. Gerade von daher rechnen an dieser Stelle immer wichtig, um auch die verschiedenen Themen abzubilden. Auch hier gilt, denken Sie in Szenarien. Grundsätzlich, ich hoffe, das konnte ich Ihnen rüberbringen. Sie dürfen nicht in Silos denken und Sie brauchen auch Berater, die nicht in Silos denken. Der Steuerberater hat vielleicht oft sein Thema, was ihm gut gefällt. Er sagt, na wenn Familiengesellschaft, dann gewerblich geprägte oder entprägte GmbH und Co. KG. Der Notar sagt, nee, wir haben mit einer normalen KG viel bessere Erfahrungen. Dann der Versicherungsberater sagt, nutze eine Versicherungsstruktur in Luxemburg oder Liechtenstein. Die ist unschlagbar. Der Finanzberater sagt wieder, na, du willst dein Geld auch so und so anlegen, deswegen musst du die und die Umsetzung wählen. Und das alles müssen Sie natürlich zusammenbringen in einer kombinierten Betrachtung, das mit den persönlichen Zielvorstellungen, mit den wirtschaftlichen und persönlichen Motiven kombinieren. Daraus kommt ein quantitatives und qualitatives Anforderungsprofil und daraus kann man die individuelle Strategie herleiten und das ist auch hier bei uns natürlich der Fall. Für uns spielt es keine Rolle, wie Sie Ihr Geld anlegen, ob aktiv oder passiv, ob in der Anlageberatung oder in der Vermögensverwaltung, ob Sie das Anlagekapital im Rahmen einer GmbH, einer Versicherung, einer Stiftung, einer Kombination aus allen Wegen allokieren, ob der Nießbrauch am Wertpapierdepot gestellt wird oder Wertpapiere im Gesellschaftsvermögen mit einem Nießbrauch für den Schenker versehen werden. Für uns spielt das keine Rolle. Unser Honorar ist immer identisch. Wir sind da vollkommen interessenskonfliktfrei. Also, was möchten Sie? Schaffen Sie erstmal Klarheit. Überlegen Sie, was Sie erreichen wollen. Denken Sie an die Motive. Geht es erstmal um Sie als Person? Geht es um die Familie? Wenn Familie, um wen genau? Betrachten wir erstmal nur die Eltern, die sogenannte Seniorenebene. Sollen die Kinder mit einbezogen werden? Wenn Kinder, was ist denn eigentlich mit den angeheirateten Schwiegerkindern? Werden die auch als Familie gesehen? Auch das ist ein großer Diskussionspunkt. Haben Sie einen neutralen und fachlich fundierten Überblick über die Instrumente? Und damit meine ich nicht nur auf YouTube- oder Internetniveau, sondern auch fundiert. Und dann werden wirklich die Auswirkungen der verschiedenen Instrumente, wir haben ja viel skizziert, werden die mir dargestellt, bezogen auf meine persönliche Situation? Wie ändert sich meine Vermögensbilanz?
wenn ich etwas an die Kinder schenke? Wie ändert sich meine Liquidität, wenn ich Vermögen übertrage? Was passiert bei mir? Was passiert bei meiner Ehepartnerin, Ehepartner? Was passiert bei der Juniorengeneration? Wie verändern sich meine Kosten im steuerlichen Bereich, wenn ich auf einmal Gelder oder Immobilien auf eine Gesellschaft übertrage? Das sind die wichtigen Punkte, deswegen die Simulation in der Finanzplanung, die ist dann natürlich sehr wichtig. Wir haben Ihnen die wichtigsten Punkte zusammengefasst in einem E-Book, steuerliche Aspekte für die vorausschauende Vermögensplanung. Das können Sie hier ganz bequem, wenn Sie den Barcode scannen, abrufen. Wir werden Ihnen aber auch im Nachgang mit der Konserve natürlich nochmal den Link, respektive das E-Book, direkt zu senden. Das Schöne ist, das E-Book lebt. Das heißt, es ist so gestaltet, dass wenn sich etwas Neues ergibt, dann werden wir das E-Book aktualisieren. Und natürlich auch als unser Kunde haben Sie auch immer den Vorteil, dass wir Sie über die verschiedenen Varianten informieren, genauso wie wir Sie natürlich informieren, wenn im Kapitalmarkt neue Erwägungen da sind, seien es andere Zinsen, seien es veränderte Inflationsdaten, sei es auch andere Möglichkeiten der Vermögensstrukturierung. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. 18.48 Uhr, wir haben 4, 5 Minuten später angefangen, weil sich erst noch alle Teilnehmer einwählen mussten. Das heißt, wir sind zeitlich, wie ich finde, gut on track. Das heißt, eine schöne Möglichkeit, jetzt noch Fragen zu stellen. Ich würde an dieser Stelle die Aufzeichnung beenden. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen Ihnen natürlich gerne, ich denke, das ist klar geworden, als Praktiker für sämtliche Fragestellungen der Vermögensstrukturierung und der Umsetzung von Anlagestrategien zur Verfügung. Und wenn Sie uns bereits jetzt verlassen, herzlichen Dank, Ihnen einen schönen Abend, bis bald und auf Wiedersehen.